Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, heute ist Samstag, ein ganz normaler Tag. Normaler Tag. Wir glauben, dass es ein normaler Tag ist. Die Mama hat schon die Wehen. Alle 5 Minuten. Naja, nicht so ganz. Es war jetzt wieder mal ein bisschen längere Pause. Woher weißt du, dass nicht alle 5 Minuten oder 5 Minuten? Ich habe jetzt geguckt, die letzten 10, 15 Minuten war jetzt nichts. Okay, na dann. Aber jetzt wieder eine. Also. Ich habe schon aber regelmäßige Wehen jetzt gehabt. Also 4, 5 Stück hintereinander. In 5 Minuten Takt. Also mal schauen, was der Tag noch so bringt. Also ich würde mir wünschen, dass das Baby am 7. kommt, weil da ist das für mich auch ein sehr besonderer Tag. Das ist ja Heilige Johann, oder heißt es? Ja. Auf rumänische orthodox Kalender. Mhm. Und, also das heißt noch, so macht. Aber wenn er heute kommt oder in einem anderen Tag, ist es wurscht. Hauptsache, Baby-Countdown. Alle sind gesund. So groß ist der Bauch. So, so, so. Na, der kommt heute nicht mehr. Und es wären heute noch 6 Tage bis zum errechneten Termin. Also mal schauen. Ja. Aber egal, wenn es heute kommt, kommt. Wenn nicht, dann soll er noch drinnen bleiben. Wir warten auf ihn ganz gespannt. Es ist seine Entscheidung. Ja. Er sucht sich sie selber aus. Wir warten alle sehr, sehr neugierig auf ihn und ja, wir warten auf ihn mit viel, viel Liebe. Ja, und vielen Geschwistern. Jawohl. Da werden alle küssen. Wenn alle ihn küssen, dann werde ich schon müde. Und Pelzgeschwister. Ja. Ja. Dann kommen die Sophie mit denen. Du meinst diese Sophie? Die Sophie will ja auch das Baby küssen. Die Sophie möchte schlafen, glaube ich. Kann man nicht mehr blocken. Maria, haha. Na gut, wir melden uns dann später. Na gut, falls es kommen sollte, dann nehme ich live. Na, das weiß ich jetzt. Machen wir einen Livestream, oder? Ja, ich werde mich dann trotzdem in der Zwischenzeit noch melden. Ja, mal schauen, was heute den Tag bringt. Ein spannender Tag oder ein ruhiger Tag? Ja. Ich hoffe, dass er ein ruhiger Tag ist. Aktuell gibt es ein bisschen Entwarnung, weil jetzt war jetzt längere Zeit keine Wehe mehr. Also vielleicht war das jetzt nur so. Dieses Spiel erinnert mich stark an Lara. Kannst du noch erinnern? Da war es auch ständig so. 3, 4 Wehen hintereinander gehabt und dann nichts. Oder die Mama will uns munter halten. Genau. Ein bisschen Stress am Morgen, damit ihr wach bleibt. Ja, der Papa macht jetzt auch gleich noch ein paar Paketchen fertig von euren Bestellungen. Paketstation Diamanta, so schaut das aus. Aber ich zeige euch mal, mit wie viel Liebe das eingepackt wird. Also so schaut ein Plan aus, der eingepackt ist, mit Kugelschreiber. Und ein Gutscheincode gibt es dann auch dazu. Au, au, au. Was willst du denn, Sophie? Jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen zu früh gesagt, dass ich eine Wehe bekomme. Jetzt habe ich wieder eine. Oder? Entschuldigung. Bitte setz dich immer. Ja. Mach keine Panik jetzt. Nein, ich mach keine Panik. Wenn ich Panik machen würde, würde ich sagen. Es kommt! Das ist ein Panik. Ich mache nur. Das ist. Wie ist es? Auf einer Seite ist ein Ding oder zwei? Ein Ding? Ein Adresse auf einer Seite. Ich weiß nicht, also. Vielleicht doch, es bleibt spannend. Sophie, nimm deine Pfoten weg, sonst gibt es ja kein Paradies. No. Schauen wir mal, Baby. Maja. Baby ist auch sehr aktiv, also ein paar Tritte kriege ich zwischen den Wehen. Immer mal. Mal schauen. Oh. Da kann man das sehen, da ist ein Spitz. Mit der letzten Kraft, die ich so habe, werden wir jetzt noch den Baum abschmücken, weil ich kann ihn nicht mehr sehen. Gut, dann bin ich kein Baum. Sonst würde ich noch nicht mehr denken. Nein, aber der nadelt schon so extrem. Weil ich alle Engel dann meine andere. Genau. Er kriegt Verstärkung. Jawohl.
So, der Baum ist explodiert, oder? Eine Baumexplosion. Das sind die Blätter. Der Papa hat nämlich den Baum gleich hier gehackt. Na, das wäre nicht möglich gewesen. Durch die Tür? Nein, ich habe es probiert, aber ist zu groß gewesen. Das ist jedes Mal das Gleiche eigentlich, oder? Jedes Mal sagen wir, wir hauen ihn durch die Tür. Warte, willst du den Besen bitte? Und den Schaufel? Wo? In seiner Hand. Ja, und wie scheint, möchte das Baby doch noch ein bisschen im Bauch bleiben. Passt eh gut, weil wir haben heute Wäschetag. Also, also deswegen darf er nicht kommen jetzt. Er darf kommen, aber er will anscheinend nicht, weil es sind keine Wehen mehr gekommen. Der Papa sagt, leer mal dieses Wasser aus. Nee. Ja, geh. Hier. Ja. Hier am Boden, oder? Ja, und auf meinen Rücken. Sag das bitte nicht zweimal, der Patrick ist schon ganz... Emmy, pass auf, da ist eine Karotte! Hast du den Boden mit der Axt? Nicht dein Ernst, oder? Das ist so typisch du einfach. Wann habe ich das letztes Mal gemacht? Du hast schon mal was in unserer alten Wohnung auf der Platte gesehen. Den Nachbarn, seine Hand geschnitten. Der Papa hat hier ein schönes Loch gemacht. Der Boden muss eh ausgetauscht werden, gell? Also dann, deswegen. Mach keine Panik. Jo, was ist hier los? Was ist hier so viele Playmobils? Playmobil. Na, geh lieber weg. Nimmst du bitte deine Pferde rein? Mit dir, Mama. Hab ich noch. Aha. Schön, wir haben das. Ja. So, ich werde mir ein bisschen Wäsche schnappen, glaube ich. Und das Baby kommt sicher entweder heute am Abend noch oder vielleicht morgen. Mal schauen. Nicht am Abend, sondern wie müde am Abend. Sag's ihm, bitte. Schau, talk zu ihm. Bitte nach dem Mittagessen. Dann bist du schön müde, ne? Deswegen werde ich jetzt gleich ein bisschen Wäsche machen. Mittlerweile habe ich mich jetzt hier ins Bett gesetzt mit dem Haufen Wäscheberg. Die Michelle ist hier auch bei mir. Die hilft mir nämlich gleich. Die macht nämlich Socken, Unterwäsche und sowas. Und ich falte dann die schwierigen Sachen wie T-Shirt, Pullover, andere Sachen halt. Tops und das ist der Geier. Der Patrick hilft uns auch und der Patrick macht die ganzen quadratischen Sachen wie Bettwäsche und Handtücher. Und ja, mal schauen, wie lange wir dafür brauchen. Ich hoffe nicht lange, weil ich habe eigentlich nicht so viel Bock. Und wir schauen jetzt Netflix, oder Michelle? Ja. Schauen. Ich will aber nicht Shining schauen. Dann können wir was anderes schauen. Nein. Wieso? Das ist voll spannend. Das ist so wild. Vierter Tag. 4 bis 6 Wochen später. Kannst du den Patschen von mir schon mal reinstopfen? Später. Kurzes Wäsche-Update. Hier sind noch die ganzen T-Shirts von uns Erwachsenen und Patrick. Michelle, Lara, Luisa habe ich schon gefalten. Und die Michelle ist auch schon fast fertig mit den Socken. Und Unterwäsche. The struggle is real bei den schwarzen Socken, gell, Michelle? Yep. Sie hasst diese schwarzen Socken. Aber ja, danke, dass du mir hilfst. Baby. Gut, ich muss jetzt kurz ins Büro. Der Papa hat nämlich das Video für heute geschnitten. Und das muss ich mir anschauen. Auch nochmal kurz drüber checken. Und ja, hier ist es jetzt aktuell ruhig. Also Baby scheint noch nicht rauskommen zu wollen. Deswegen glaube ich, dass es heute noch nicht losgehen wird. Oder wer weiß, vielleicht noch am Abend oder so. Wir werden es sehen. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz was einkaufen, unser Brot. Wir brauchen eigentlich eh nur Brot, oder? Und ein bisschen Pudding. Ja, für die Kleinen. Die Luisa ist mit dabei. Die wollte unbedingt mitgehen. Wir gehen eh nur bei uns hier im Nachbarort die Sachen holen. Und ja, scheinbar will das Baby doch nicht heute kommen. Oder es kommt dann später mal, wenn der Papa ganz, ganz müde ist. Jetzt ist eine gute Zeit. Der Papa ist super müde. Nein, noch nicht. Also wir warten noch. Achso, ich bin nicht angestellt. Sehr vorbildlich, oder? Ja. Ich mache die 7. mit Patrick. Also nicht anstarren. Genau.
aber dein Schnabel, ich habe auch einen Schnabel. Und die Luisa ist vorhin eingeschlafen im Auto. Und schaut mal, was wir den Papa gefunden haben. Hat mir auch eine Zuschauerin geschrieben, dass wir das ausprobieren sollen. Xylit. Das ist wie Zucker. Na dann, damit du auch süße Sachen backen kannst. Ich kann ein bisschen Kaffee trinken. Trinkst du jetzt immer schwarz? Ja. So viel zum Thema, wir wollten eigentlich nur Brot kaufen. Ja, so schnell kann es gehen. Hey, diesen Gürtel hast du doch, oder? Schon. Genau denselben hast du es nochmal gekauft, oder? Ist kaputt, oder? Ja, ja, ich meine nur vom Design her. Selbe. Das Licht, was ihr vorhin gesehen habt beim Einkaufen, das haben wir für Laras und Luisas Zimmer gekauft, weil das ist furchtbar, dieses gelbe Licht. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ja, ich sitze auf jeden Fall hier noch mit so, mit dem Bauch eh. Mir ist gerade ein bisschen schlecht, aber ich muss den Schrank ausmisten. Ich bin schon echt gut vorangekommen, weil die Luisa, aber da müssen die Hosen runterfallen. Lara, kannst du mir das aufheben, weil aufheben ist nicht so gerade schwierig. Es ist einfach. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Luisa zu Lara dazu gegeben in den Schrank hinein, weil sie schläft ja schon hier und deswegen braucht sie auch hier ihre Sachen. Sie hat ja noch Windeln und ihre Socken habe ich hergetan. Ein Bettwäsche für dich, die neue. Dann haben wir Hosen hier reingetan. Ja, dabei lass, Schatzi, ich muss jetzt hier noch weitermachen. Und ich misste jetzt gerade bei der Lara ein bisschen die Hosen aus, da hat sie viele drin, die ihr nicht mehr passen. Ja, und ich liebe dieses Korb-System, also dieses Korb-Dings da. Ich feiere das total. Da hat man wirklich super viel Platz und man kommt überall gut ran. Und dann steht einfach kein Chaos mehr. Ich habe hier so ein System mit Pyjama, also das Pyjama-Fach, Pyjama-Hosen, Pyjama-T-Shirts und Bodies noch von der Luisa. Die trägt aber jetzt auch nicht mehr so viele Bodies. Bei der Lara schaut es so aus, das sind ihre T-Shirts für den Kindergarten, also für draußen. Langarm, Kurzarm. Und wie gesagt, bei den Hosen bin ich gerade dran. Oh, jetzt habe ich wieder so eine kleine Wehe. Puh. Und die kleine Lara ist bei mir. Die ist nämlich Mandarine und die Luisa ist auch hier. Aber wenn der Papa mal den Gummibär den ganz... Wir machen das ganz weg. Wir machen das Licht ganz weg, Lara. So. Fertig, haben wir das auch geschafft, bevor das Baby kommt. Kannst du machen? Ja. Nein, geh raus. Wisst ihr, was ich jetzt noch gemacht habe? Ich habe jetzt noch schnell die Kommodenorganisation ein bisschen umgeändert, weil, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, wir haben uns ja die große Kommode gekauft. Warte. Also wir haben uns ja diese große Kommode noch dazu gekauft, weil wir gesagt haben, naja, wenn die Luisa noch bei uns ist und ihre Sachen da hat und dann das Baby, dann haben wir keinen Platz. Und dann haben wir jetzt diese Kommode gekauft, aber da die Luisa ihre Sachen... Ich habe die Leine gekauft! Bitte? Ich habe die Leine gekauft. Lolli? Und das... Lisa kommt einfach dazu. Ja, und jetzt haben wir halt hier die Sachen vom Baby drinnen, weil die ja jetzt leer quasi war. Die Lisa. Magst du damit spielen? Ja. Okay, spiel ein bisschen damit. Na komm, die Mama muss dir so ein bisschen herzeigen. Auf jeden Fall habe ich das jetzt ein bisschen umgeschlichtet. Also ich habe jetzt hier die Sachen vom Baby reingetan, weil die waren ja vorhin da drinnen. Und das sind jetzt um die Windeln, Pflegeprodukte, Mullwindeln, dann habe ich hier noch seine Babydecke, seinen Schlafsack, der ihm aktuell passt. Dann so Pucktücher, damit ich ihn einpucken kann. Die haben der Luisa damals auch schon gehört. Ein bisschen Spielsachen. Und so Babylätzchen, die ich natürlich jetzt noch nicht brauchen werde. Und hier habe ich dann seine Klamotten drin, die er hat. Also hier ist alles drin von Schlafoveralls, Babybodies und so Sets. Mit so T-Shirt und Hose. Und hier die Hosen, also so dickere Hosen. Und ja, nochmal Hosen für zu Hause. Hier hinten habe ich auch noch ein paar Sachen, die ihm aktuell aber nicht passen werden. Und die habe ich aber trotzdem in Sichtweite getan, damit ich sie nicht vergesse. Die sind noch Sachen von den Geschwistern. Und unten habe ich so ein kleines Windellager. Da habe ich noch so alte Decken und... also von den Geschwistern oder noch einen Schlafsack, der ein bisschen größer ist. Dann habe ich hier Feuchttücher, wie ihr sehen könnt. Und ja, Windeln in der Größe 2. Hier oben habe ich die 1er schon eingeordnet. Mal schauen, wie lange die passen werden. Und unseren Nosibo. Und hier unten habe ich auch nochmal so ein kleines Windellager.
Ja, hier diese Zweier und Dreier. Und sonst ist das eigentlich jetzt wirklich leer. Da werde ich dann Sachen von uns reinpacken. Habe ich mir gedacht, so, weil wir haben ja schon unsere Socken da drinnen. Und ich habe mir gedacht, dass wir dann hier so für uns Bettwäsche oder ähnliches reinmachen. Ja, Sabine ist der Pusse. Muss ich wieder hinsetzen. Auf jeden Fall bin ich so happy, dass ich das noch gemacht habe, weil das wollte ich die ganze Zeit machen. Habe es aber immer aufgeschoben, weil ja, es ja auch nicht so dringend gewesen ist. Und ja, mal schauen, wann das Baby kommt. Heute kommt es wahrscheinlich nicht. Und ob es danach kommt, bezweifle ich noch aktuell. Ich werde mich jetzt noch mal ein bisschen fertig machen und ein Foto für Instagram posten, bevor der Bauch dann weg ist. Möchte ich ja noch ein 40. Schwangerschaftswoche-Foto. Und danach werden wir sehen, wann das Baby kommt. Und ich werde jetzt hier und jetzt den Vlog beenden, meine Lieben. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen dann. Tschüss.